Hallo, ich stelle euch jetzt mein Lieblingsbuch vor, aus der Tödliche Botschaft, aus der First World-Reihe von R.L. Stein. Es ist mein Lieblingsbuch, weil es sehr spannend und gruselig geschrieben ist. Es ist eine Art Horror-Thriller, darum würde ich es erst für Kinder ab 10 Jahren empfehlen. Wer angefangen hat, dieses Buch zu lesen, der kann nicht mehr aufhören. Nun eine kurze Inhaltsangabe. Josie freut sich schon auf den ersten Valentinstag mit ihrem neuen Freund. Doch aus Vorfreude wird kalte Angst, denn sie bekommt Grußkarten, in denen die Rede davon ist, dass sie am Valentinstag sterben wird. Die Hauptpersonen. Josie ist freundlich, aber auch zickig. Und Erica ist die kleine Schwester von Josie, die sich immer vernachlässigt fühlt. Jetzt lese ich euch eine kurze Textstelle vor. Josie beugte sich hinunter und sah, wo sie hineingetreten war. Eine dunkelrote Lache. Traubensaft? Hatte jemand Traubensaft verschüttet und nicht weggewischt? Nein, dafür war die Pfütze zu groß. Noch eine Lache. Und daneben eine weitere, die sogar noch größer war. Josie folgte der roten Spur über den Linoleumboden bis zur hinteren Küchentür, die in den Garten hinausführte. Warum stand die Tür offen? Entsetzt starrte sie auf die Gestalt, die auf der Schwelle lag. Und plötzlich wurde ihr klar, was die roten Pfützen waren. Sie schlug die Hände vors Gesicht und schrie. Danke fürs Zuhören. Hat euch das Buch gefallen? Wenn ja, dann liest es, denn dieses Buch sollte in keinem Bücherschrank fehlen.